Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Opening hier auf meinem Kanal und diesmal mit der Riffex V-Box. Und das gute Riffex leider in der Tiefform. Also mir persönlich gefällt die Hochform besser, aber wir haben die, oh Gott, ist da gut eingepackt, die Tiefform. Mal gucken, ob sie da auch dann einfach nochmal die andere Karte rausbringen, also jetzt zumindest eben. In dem Laden, wo ich die Box mir gerade gekauft habe, gab es nur die eine Version. Aber würde mich nicht wundern, wenn die da auch noch eine zweite von rausbringen. Ja, wir schauen mal gleich, was wir hier drin haben an schönen Packs. Ob uns mal wieder ja, die guten Sonne- und Mond-Base-Sets hier erwarten, so als Dreingabe. Und ja, schauen wir einfach mal, was da so rauskommt. So. Dann haben wir das und na, Sonne, Mond, Stunde der Rechte ist mit bei. Und dann packen wir erst einmal alles zur Seite und gucken uns das Ganze einmal an. Einmal die schöne Promokarte von Riffex. Wie gesagt, gefällt mir von den neuen Pokémon, ist eines meiner Lieblings-Pokémon da. Und ja, das Ganze so schön ist. Okay, Energiezufuhr ist jetzt nicht so Bombe. Ja. Gut, also ist okay. Wird bestimmt auch noch eine V-Max-Karten oder V-Max bekommen. Große einmal das gleiche in grün. Und da schauen wir mal, wie das Ganze dann aussieht. So, dann fangen wir mal, machen wir von alt nach neu. Fangen an mit Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Und schauen mal, was wir hier Schönes rausbekommen können. Ob wir einen Hit haben oder nicht. Wäre ganz nice, wenn wir hier was rausbekommen und wir starten mit der nicht mehr vorhandenen Feenenergie. Mao, Sonnenkreispodium, Medieras, Macholo, Datiri, Alola Vulpix, Molimurba, Chanera, Scorgo in Reverse und unsere Rare ist ein Fiaro. Also, Pack Nummer 1 hat uns nicht viel Glück gebracht. Gucken wir mal. In Pack Nummer 2, Sonne und Mond, Welten im Wandel. Hier haben wir auch wieder die Chance, auf dem Reverse-Slot noch was zu ziehen. Und wir haben schon wieder eine Feenenergie. Terrivark, Tangolos, Plimprim, Lampi, Azuril, Veronimatz, Myrapla, Trasla, Quartermark Reverse und ein Alola Sandana in Rare. Dann da mehr. Ja, also bleibt unsere Hoffnung auf den Schwert- und Schild-Pack, dass wir hier noch irgendwas rausbekommen. Also so wieder so eine Box ohne Pull wäre schon traurig. Und ja, schauen wir mal, was wir bekommen. Hier können wir keine Feenenergie mehr haben. Trunusbeere, Aurora-Energie, Zwollock, Kotomi, Goldini, Dicta, Bionskora, Hutut, Lepomentas, Reverse Rare und ein Kramor. Okay, okay, okay. Der Optimismus schwindet. Und gucken wir mal, ob wir im letzten Pack vielleicht noch irgendwas rausbekommen können. Oder ob es eine komplette Crabbox war. Wir haben Kranowitz, Chimstix, Pokémonfänger, Vulpix, Somniam, Roselina, Kamehaps, Sensekt, Goldini, Reverse und wir haben immerhin noch eine V-Karte, ein Relaxo V. Also haben wir doch noch was gezogen, auch wenn es jetzt nicht so der krasse Pull ist, aber immerhin eine gute Secret Rare Karte oder Rare Karte mit Relaxo V. Damit beenden wir das ganze Video mit unserer Promo und einem Hit leider nur. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.